Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei mir auf dem Kanal Depression, es geht trotzdem weiter. Heute soll es wieder einmal um eine Ursache für Depressionen gehen. Heute soll es um die toxische Beziehung gehen. Zuerst schauen wir uns die Grundlagen an, was eine toxische Beziehung überhaupt ist. Anschließend gucken wir uns die Merkmale einer toxischen Beziehung an. Und zum Abschluss werfen wir einen Blick auf die Folgen einer toxischen Beziehung. Und falls du, genauso wie ich, so etwas schon einmal erlebt hast und falls du einen Rat hast, schreib es gern mit in die Kommentare, dass wir anderen Menschen helfen können. Gucken wir uns das Grundlegende zur toxischen Beziehung an. Was ist eine toxische Beziehung überhaupt? Das ist auf der einen Seite nicht leicht zu beantworten, auf der anderen Seite ist es trotzdem wieder leicht zu beantworten. Warum ist es nicht leicht zu beantworten? Da es nicht 100% das eine Merkmal gibt, wo man eine toxische Beziehung wirklich dran festmachen kann. Auf der anderen Seite kann man aber zusammenfassen, toxische Beziehungen sind Beziehungen, die uns als Menschen nicht gut tun. Beziehungen sollen ja eigentlich in der Regel schön sein, sie sollen Spaß machen, aber das tun toxische Beziehungen halt nicht. Sie schaden uns vom Prinzip her. Toxische Beziehungen rauben uns Kraft und zerstören unsere Energie. Toxische Beziehungen sind meistens davon geprägt, dass viel gestritten wird, dass viel Traurigkeit und viel Unzufriedenheit herrscht. Eine weitere Definition ist vom Prinzip her, dass toxische Beziehungen Verbindungen zu Menschen sind, die uns eigentlich glücklich machen sollten, aber stattdessen machen sie uns traurig und krank. Gucken wir uns jetzt die Merkmale von toxischen Beziehungen an. Merkmal 1, es wird in dieser Beziehung emotionaler Druck ausgeübt. Punkt 2, es herrscht ein hoher Maß an Manipulation in dieser Beziehung. Die wird Schuld zugewiesen für Dinge, die du überhaupt gar nicht zu verantworten hast. Die andere Person nutzt deine Schwächen aus und sie bringt dich in eine Abhängigkeit zu dir. Außerdem wird oft das Gefühl vermittelt, dass man überhaupt gar nicht gut genug ist für diese Person und dass diese Person eigentlich nur aus Gnade bei dir bleibt. Außerdem wird oft in einem hohen Maße mit Erniedrigung, Kränkung, Abwertung und Beleidigung gearbeitet. Der dritte Punkt nach der Manipulation ist vom Prinzip her, dass es einen ständigen Wechsel gibt zwischen vorgegebener Liebe, aber auch der Drohung auf der anderen Seite, dass man sich von dir trennen wird. Punkt 4 ist vom Prinzip her, dass deine Gefühle in der Beziehung gar keinen Raum bekommen. Was ist damit gemeint? Du darfst keine Kritik äußern, du darfst nicht sagen, was dir nicht passt. Und gerade diese Sachen, Kritik und Sachen, die dir nicht passen, werden vom Prinzip am Ende genau gegen dich gedreht. Die Tatsachen werden gegen dich gedreht. Der nächste Punkt oder das nächste Merkmal einer toxischen Beziehung kann sein, dass ihr nichts ohne einander unternimmt. Euer Partner oder eure Partnerin sind permanent bei euch. Ihr dürft nicht alleine zum Sport gehen, ihr dürft euch nicht alleine mit Freunden treffen und ihr werdet permanent kontrolliert. Wo seid ihr? Was macht ihr? Mit wem seid ihr wo? Mit wem macht ihr überhaupt was, wenn er oder sie nicht gerade dabei sind? Ein weiterer Punkt ist, dass euer Partner oder eure Partnerin, wenn es Unstimmigkeiten gibt und ihr sie euch endlich mal traut anzusprechen, sagt, ja, das ist ja nicht meine Schuld. Sprich, er oder sie sind unbelehrbar, uneinsichtig oder einfach verbohrt in ihrer eigenen Haltung. Und darauf aufbauend ist es dann halt auch oft so, dass solche Gespräche dann sehr, sehr schnell extremst eskalieren und dass es dann halt auch zu Grenzüberschreitungen kommen kann. Ein weiteres Merkmal von einer toxischen Beziehung ist massive Eifersucht oder Missgunst. Beispiel: Du bist in einem Job erfolgreich, hast ein Projekt erfolgreich zu Ende gebracht, was auch immer, Erfolge im Sport erzielt und diese Person freut sich einfach nicht für dich, sondern wertet es einfach nur ab, indem sie so Sachen sagt wie, naja, machen andere ja auch oder naja, da wäre ja schon mehr drin gewesen. Eine der schlimmsten Merkmale von toxischen Beziehungen sind dann unter anderem auch, dass diese Person dann halt Lügen über dich verbreitet.
Aus welchem Grund auch immer. Sei es, um dich schlecht dastehen zu lassen, um dich von anderen Leuten zu isolieren, um nur er oder sie alleine die Person in deinem Leben zu sein. Bei diesem Thema Lügen geht das nicht nur so weit, dass die dann halt im Freundeskreis diese Lügen verbreiten, sondern sie verbreiten diese Lügen dann auch gegenüber Leuten, die dir nahestehen, sprich deinen engsten Freunden und deiner Familie. Zusammengefasst kann man von einer relativ großen Rücksichtslosigkeit in solchen toxischen Beziehungen sprechen. Was haben toxische Beziehungen jetzt für eine Auswirkung auf dich? Vom Prinzip her wird dein Selbstwertgefühl immer mehr und mehr geschwächt und niedergemacht. Viele Menschen, die in toxischen Beziehungen sind, leiden dann an Angsterkrankungen und an Depressionen. Des Weiteren werden diese Menschen immer mehr sozial isoliert und erleiden dann halt auch körperlichen Stress, was dann zur Folge hat, dass sich daraus weitere Folgeerkrankungen entwickeln können. Ich hoffe, ich konnte dir diese Ursache für Depressionen ein wenig näher bringen. Wenn ich dir damit ein bisschen helfen konnte und falls dir der Kanal gefällt, würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Dein MK.